Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ich mag Spiele. Hier sind Fabian und... Und Colin. Und wir sind wieder bei Metroid Prime Remastered Teil 4. Mhm. Wir haben in der letzten Folge hier in diesem Raum aufgehört. Hoppa. Ist hier irgendetwas? Oh. Eieiei. Was sind denn diese Dinger? Sedimentablagerungen weisen auf einstigen Wasserausfluss hin. Oh, ich habe gar nicht das Ding gesehen. Egal, das sind sie. Was ist denn das hier? Das Metalltor blockiert den Zugang zum dahinterliegenden Bereich. 4 Kulzenbohne zieren seine Oberfläche. Was? Übereinstimmende Symbole innerhalb dieses Raums müssen gescannt werden, um Zutritt zu erhalten. Okay, also müssen wir suchen. Dann gehen wir gleich nach vorne. Diese Schlingpflanzen sind echt ein bisschen nervig. Opa! Lass uns baden gehen. Schau mal, das Wasser sieht definitiv besser aus als früher. Das Wasser sieht schön aus, auf jeden Fall. Dieses Kultsymbol wurde aktiviert. 4 Kultsymbole innerhalb dieses Raums müssen aktiviert werden. Ja, noch eins. Sehr gut. Noch 2. Bis und ja 4. Muss mehr rankommen. Nein. Schön dunkel. Ich glaube aber, wir haben auch hier unseren Fernseher etwas zu dunkel eingestellt. Ich werde gleich mal gucken, ob ich das korrigieren kann. Aber nur an einer Stelle, wo es nicht so gefährlich ist für dich. Ich bin in der Gefahr. Okay, warte, ich gucke mal. Ja. Nehmen. Schon besser. Bin gut. Will das. Jetzt sehen wir, wie ich das Plattform. Weiter. Ich meine, wenn es dunkel ist, dann ist ja manchmal auch ein bisschen stimmungsvoll. Aber wenn es so dunkel ist, dass man nicht mal mehr die Plattform sieht, dann ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Aui. Und ich wollte zur Seite springen. Biel. Wie viele Symbole fehlen das denn jetzt noch? 1. Ein Symbol. Wo könntest du denn? Ah! Nein! Oh. Ach, du hast ja mittlerweile so viele Energietanks. Das ist ja eigentlich stressfrei. Was bist du eigentlich? Typus Sensenranke. Kräftiger im Felsreich lebender Tentakel. Ein einzelnes Auge an der Sensenranke hält permanent Wache. Sein Gesichtsfeld ist allerdings auf 10 Meter beschränkt. Der klingenähnliche Fortsatz an dessen Spitze ist messerscharf. Die Sensenranke wirbelt mit dieser Klinge wild um sich, sobald etwas in ihrem Wahrnehmungsbereich gerät. Okay. Ja, also... Okay.
Nee, das hatte ich. Wo hat die sich denn versteckt? Dieser letzte Punkt. Also hatten wir schon einen ganz hinten? Ganz hinten beim... Den da. Den hatten wir. Ich dachte an oben eigentlich. Oben direkt bei dem, wo wir hin müssen. Ich glaube, da war auch einer. Den hier rechts hast du auch, ne? Genau. Da. Genau. Hast du hier in der Mitte mal geguckt? Warte, hier oben an der Wand. Aber innen, nicht außen. Ja, hier irgendwo. Okay, wir gehen mal am Ende gucken. Ich habe so einen Verdacht, dass das irgendwo weiter hinten gewesen sein könnte. Da irgendwo. Nee, ich denke ganz hinten, direkt bei dem Ding selber. Bei dem Tor selber irgendwo in der Nähe. Also er ist bestimmt. Warte. Da unten ist eins. Ja, aber das haben wir doch schon, oder? Ja, aber... direkt vor dem Tor. Da. Da. Jetzt. Oh. Jetzt kommt das letzte Zoom. Das Tor wurde entriegelt. Na, endlich. Und jetzt? Was ist denn das? Was ist das? Ah, die Animationen sehen jetzt noch viel besser aus als davor. Ja, das sieht richtig gut aus. Richtig gut. Schadspielball! Ja, endlich. Ja. Der ist auch richtig praktisch, weil, weil er auch Sachen anziehen kann. Ja. Da kommen wir wohl nicht so einfach durch. Rein theoretisch können wir einfach, müssten wir die gar nicht töten, weil wir gar nicht wollen wir einfach hinausweichen, wo die Augen einfach zumachen. Ach. Ja, das stimmt. Also, die sicher ist sicher. Ja, ne? Und jetzt, wo wir sie wegmachen können, dann machen wir sie auch weg. Und jetzt gehen wir bei den Lavasee. Nenn ich Lava, denke ich. Säuresee. Genau, Säuresee, stimmt. Wir gehen durch den Raum. Und dann werden wir hier. Guck mal, wenn ich im Wasser schieße, dann. Und wenn ich mit dem Saalschuh. Guck, wenn ich in der Saal so reinschieße, dann gibt es richtig Wellen. Und wenn ich gerade mit dem Talschuh reinschieße, wow, dann wackelt es richtig. Schön, eine kleine Wasserphysik haben sie ja dann auch eingebaut. Yep. Jetzt speichern wir und danach erkunden wir den großen Baumraum. Ja. Würde ich sagen. Das klingt nach einem guten Plan.
gut. Weil ich glaube, der große Bauraum, dann sicher auch irgendwas. Ansonsten wäre es kein großer Bauraum. Und es geht weiter. Mit dem Wellenkleidsprung müssen wir heranziehen können. Kleiner Gasvorgang mit ganz vielen Lecks. Ich warte, dass das Ding wieder rauskommt. Ich möchte es. Nein, nicht du. Nicht. Anderes Ding. Ja. Aha. Ist irgendwas. Mehrfache Haarrisse im Sandsteinblock der Mauer gefunden. Und da brauchen wir aber die Bomben. Oh, für, was, ne? Ist denn das? Aber die Bomben haben wir ja. Auch schon wieder diese Teile. Wieder vier. Warte mal, hast du unten? Unten sind bestimmt auch welche. Da. Schieß dieses Gras weg. Und jetzt. Waren das alle unten? Ich glaube ja. Wäre ein bisschen komisch, wenn es nur welche unten gäbe. Oh, eingehen ist Scanner. Fremde Technologie geortet. Intakter Transporter entdeckt. Oh, damn. Oh, da war so ein Bild. Zum nördlichen Teil der Eiswüste von Fendrana. Okay. Okay. Ah, ja, genau, ganz allein gebiet. Erstmal konnten wir den großen Baumraum. Was? Ja, sehr gut. Nur noch eins. Es ist wahrscheinlich auch wieder relativ weit oben am Zielort. Kann ich. Nee, man braucht. Das war schon erst wegfließen. Jetzt enger Flow gemacht, weil wenn man das Gras nach vorne entdeckt hat. Oh Gott, er hat ja alles gescannt. Der Stadtteil der Flüssigkeit eine sehr Toxinquelle in den Ruinen geortet. Ah. Ja. Sonnenhof. Ist hier in der Nähe. Oh ja. Kommen wir vom großen Baumraum hin. Gut. Okay, nehmen. Und wir sind schon weg. Brauchen wir hier auch die Bomben? Brauchen wir auch den Charge-Beam hier? Oder ist der Charge-Beam eine optionale Sache? Das war die man nicht wirklich braucht. Doch, man braucht ihn, oder? Warte, hier links. Direkt vor dir. Hoch. Da. Aha, da habe ich ja nicht gesehen. Boing. Dieser Tür wurde eine Tür geöffnet. Ich würde jetzt gerne noch mal speichern hier oben. Ach, das schaffen wir schon. Schön sie raus. Oh Gott. Ah, schon wieder diese Banken. Bin ja noch mehr Banken. Ah, wenn man voll geheilt. Kein gutes Zeichen.
vorgreifen, dann gibt es einen Grund dafür. In der Tat. Und das sieht sehr gefährlich aus. Ah, das schaffen wir schon. Eine Blume. So wie du das sagst, klingt das so idyllisch. Ja, eine schöne große Blume. Also schön im Sonnenlicht hier. Oh, das sieht aber jetzt nicht mehr so hübsch und niedlich aus. Ach, so ein bisschen. Da sind ein paar Insekten draufgekommen. Haben die auch. Die Insekten sind auch. Oh, irgendwas gern. Schlager. Er darf nicht jetzt wechseln. Ha. Okay. Typus Flagra. Diese mutierte Pflanze ist der Ursprung der Vergiftung des Wassers in den Ruinen. Oh. Flagras Wachstum wurde radikal beschleunigt. Daher benötigt es nahezu konstante Sonnenbestrahlung, um aktiv bleiben zu können. Durch diese Bestrahlung wurde Flagras äußere Schale massiv und sehr widerstandsfähig. Sein Wurzelwerk ist jedoch ungeschützt und empfindlich. Nutze diese Schwäche, falls möglich. Gezielter Beschuss kann es für kurze Zeit außer Gefecht setzen. Aber nur für kurze Zeit. Warte, warte, du musst doch nicht rein und. Guck mal, da war noch diese Bombentunnel. Aber. Die sind nicht offen. Ah nein, du musst diese Dinger umklappen. Oh, kein Licht mehr. Ein Licht, fern zu traurig. Aber Tunnel offen. Sehr gut. Yes. Ja, ich. Rennen zu brennen. Ich finde übrigens nach wie vor das Metroid Prime. Oh ja, das war's doch schon. Guck. Du bist lang. Okay, ich wollte noch meinen Satz zu Ende führen. Ich wollte sagen, dass ich finde, dass Metroid Prime nach wie vor eins der Spiele ist mit den besten Bosskämpfen überhaupt in. Das war knapp. In irgendwelchen, überhaupt in Videospielen. Sensationell gut. Aber auch teilweise sehr schwer. Also fair, aber schwer. Ich finde auch hier, also dafür, dass dieses Spiel 20 Jahre alt ist, Leute, das, klar, ist natürlich ein bisschen grafisch überarbeitet, aber es ist trotzdem der Hammer. Mach die Lichter wieder an. Du musst halt schnell sein. Tunnel, Tunnel. Hä? Mit Schmack sind im Bombenhighway. Und. Brenn, Pflanze, brenn! Ich hab mich um diese Lichter gebaut worden. Genau da, wo diese Pflanze jetzt ist. Wo ist sogar diese Kampfarena gebaut? Und warum ist da Wasser in der Mitte? Tunnel. Nichts passiert. Du hast hier noch mit der Rakete weggeboxt. Ah, jetzt hat er wieder einen runtergehauen. Gut. Ah, ist natürlich genau auf der anderen Seite. Das ist fies. Oh, schnell, 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 schnell. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Direkt zum Bombentunnel. Wow, sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, das könnte es sein, das könnte es sein. Und voll. Yes, yes, yes. Brenn, Pflanze, brenn. Los, los, kleine Pflanze, brenn. Nein, noch einmal. Ah ja, klar. Mit allen jetzt natürlich. Eieieiei.
ganz schön aggressive Pflanze. Gut, dass mein Bonsai nicht so ist. Ich habe auch einen Bonsai. Ja, ich glaube, wir können froh sein, oder? Stell dir das mal vor, im Schlaf oder so. Angriff vom Killer-Bonsai. Los, in den Tunnel, in den Tunnel. Oh, wir sind schon aus. Gut, hatte ich eigentlich realisiert. In den Tunnel, habe ich gesagt, nicht ins Wasser. Oh Gott, das war gut. Ich glaube, du musst noch eine Runde drehen. Okay, vielleicht, ja, du musst noch einer. Ja, gut, ein bisschen Dramatik gehört dazu. Keine Raketen mehr. Wir brauchen keine Raketen, nimm Charge spielen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist ein bisschen sauer. Das war der letzte. Da springt die Kugel direkt ein bisschen hoch. Ja, wo ist denn jetzt hier? Falsche Richtung, noch Grundschein. Es ist aber auch nur noch ein Tunnel da, ne? Es ist nur noch ein Tunnel da. Ja, der andere Grundschein ist schon kaputt. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Jetzt wird es doch nochmal dramatisch hier. Aber trotzdem richtig geil gemacht. Jetzt hat der hier so ein Gras hingemacht. Ja, sehr gut, sehr gut. Komm, es ist der letzte. Guck, wo der Tunnel ist. Ich glaube, er ist links. Hier. Schlaf, wir nacken Schlaf. Bye, bye. Und so verbrannte die Pflanze. Aber wonach geben wir Pip und Prick? Wow, das ist eine schöne Blume. Ich meine, wenn sie jetzt irgendwie so... Ich würde... Sie können beschwerden sein, irgendwie, wenn sie jetzt irgendwie so... Okay, jetzt... Ja, irgendwie, ich möchte... Wenn sie noch ein bisschen heller war, wäre sie noch schön, aber... Sie sieht ja schon schön aus. Ja, sehr... Okay, wer hat es da hingelegt? Warum hätten wir nicht noch mit dem Pass da hingehen können? Ja, ja, das wäre doch schön gewesen, ne? Dann wir direkt... Als ob die komische Flagra-Blume das jetzt hier nach ihrem Ableben noch kurz abgelegt hätte. Wollte der einfach nicht, dass es... Dass es kaputt geht. Es ist was Großes. Und es gibt eine große Zwischensequenz. Oh, die Energie der Pflanze. Und zwar wird mit uns vereinigt. Und so entstand Samus mit großen Schultern. Sind diese großen Schultern überhaupt da? Varia-Suit erhalten. Sind die großen Schultern die Heizung? Ist irgendwie diese großen Schultern die Heizung? Hochtemperaturbereiche sind hinzugänglich. Ja, es könnte die Klimaanlage sein in dem Anzug. Da könntest du recht haben. Okay, wir hatten noch einmal einen Aufzug entdeckt. Ja, genau. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall noch hin. Das würde ich aber auch so sehen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo ich war. Würde sagen, wir speichern jetzt und den Aufzug. Ja. Aufzug. Oh, wir können baden. Oh, sehr schön. Nutzen wir dann beim nächsten Mal, weil. Also, ich glaube, wir haben jetzt den Boss besiegt. Du würdest sagen, das wäre ein schöner Abschluss. Ja, wir haben den Boss besiegt. Wir gehen auf das Speichern. Speichern. Und dann beim nächsten Mal gucken wir sein neues Gebiet an. Klingt wunderbar. Klingt nach einem guten Plan. Was ist denn? Aber ich erinnere mich an diese Dinger. Ich glaube, wir brauchen eine andere Waffe. Was ist hier los? Fallschirm gibt's nicht! Tatsächlich, Fallschirm gibt's wirklich nicht.
Wunderbarer Tag hier. Ja, warte mal, ist das der Aufzug? Komm, wir nehmen ihn und wir suchen uns unten den nächsten Safe. Da waren wir ja schon mal da, da gab es auch noch einen Speicherpunkt. Da gab es keinen? Doch, da gab es einen Speicherpunkt. Ja, genau. Die coolen Lichter sind auch schöner. Wo es eigentlich ziemlich unpraktisch wirken, die coolen Lichter. Es sind einfach so ein Zeichen, hier bin ich, hier bin ich. Wieder einfach runterspringen, das macht man doch nicht. Es gibt keinen Fallschaden. Und dann speichern wir. Und beim nächsten Mal erkunden wir dann dieses Gebiet. Genau, wunderbar. Also, vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Spiel das Spiel schnell. Danach auch wieder.